Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei. Tja, ja. Wie nennen wir das eigentlich hier? Ich hab Adventure. Noch gar keinen Namen dafür. Oh, hier ist auch Holz. Aber hier sind so viele Skeletten, Alter. Sea of Flames. Oh, das Holz fällt mir runter. Ich schwöre dir. Nein, doch nicht. Wir haben rausgefunden, da oben auf diesem Obsidian-Turm sind diese Erdblöcke, die wir brauchen, um Bäume anzupflanzen. Ich würde mal sagen, ich baue uns am Spawn einfach mal ein Haus. Was hältst du davon? Ja, das kannst du tun. Und ich habe jetzt 8 Holz und ich werde sie benutzen. Ohne Spaß. Hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Wie jetzt? Bei mir ist Wasser. Finden wir hier Eisen? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ja, natürlich, wir müssen ja Eisenblöcke craften, also irgendwie finden wir auch Eisen. Mal gespannt sein, mal gespannt sein. Nochmal dabei sein hier, noch eine Runde mitfahren. Wupp, wupp, wupp. Komm ich hier nicht mehr raus. Ah, ich bin eh tot. Ah, Creeper. Ja, Creeper kommt auch hinter die Creeper. Ich sehe ihn schon. Tot. Also explodiert. Da ist noch Creeper. Ja, noch einer, noch einer. Aber so kann ich die. Ich schlag die einmal und dann explodieren die. Läuft bei denen. Also ich finde das mit Keep Inventory True viel besser. Wie geil ist das denn? Angenehm. Aber jetzt kommen hier 500.000 Creeper. Du musst die einfach mal einmal schlagen und dann explodieren die, wenn du das könntest. Ah ne, jetzt kommt keiner mehr. Hier sind Zombies. Ich muss mich konzentrieren. So, jetzt habe ich... Alter, ich muss mich hier gerade so konzentrieren, damit ich keinen Fehler mache, ne, und kein Holz verschwende. Ich habe eine Wooden Pickaxe. Danke mal. Und jetzt baue ich erstmal ein bisschen Stein ab und gebe dir erstmal eine Spitzhacke noch. Findest du das gut? Ich hol mir gerade Holz oder hol uns gerade Holz. Ja, nee, warte. Bist du da oben mit dem Baum? Nee. Wo bist du ganz woanders. In einer Höhle. Da hängt Holz von der Decke, sag ich jetzt mal. Okay. Ja, finde ich auch ein bisschen komisch, aber. Crazy shit. Den Baum da oben will ich auf jeden Fall abbauen. Damit wir dann die Saplings kriegen. Aber bevor wir die Saplings kriegen, muss ich da was drunter bauen, damit die Saplings auch sicher fallen und nicht in der Lava enden. Das wäre nämlich scheiße. Creeper nähert sich von der Seite. Seht ihr ihn? Wow, das war vielleicht nicht so schlau. Erstmal die Maustaste vergewaltigen. Ich hab Holz. Ja. Ich baue hier ein bisschen was ab. Ich würde eigentlich gerne mal hier einen Creeper-Schutz langsam haben. Ich würde mir jetzt gerne. Wo kommen die denn hier raus? Holz. Ach, hier ist ein Creeper-Spawner drunter, sag das doch! Echt? Nice. Darf ich mir aus dem Holz mal eine Spitzhacke craften? Ja, kannst du. Ja, danke. Haben wir Essen oder so? Nee, ne? Wir müssen auch noch eine Essensquelle finden. Fällt mir gerade so ein. Wie machen wir das denn? Das ist erstmal eine gute Frage. Ich würde gerne mal den Creeper-Spawner da unten ausschalten, aber dazu brauchen wir eine Diamantspitzhacke, oder? BDF? Ja, nee. Eisen und... Dann geht's, glaube ich, auch. Nein. Wenn du Obsidianer bauen willst? Achso, Obsidianer. Ich habe Spawner verstanden. Ich bin tot. Ich baue erstmal ein bisschen Stein ab, ne? Ja, ich platziere mal... Ich würde eine Kiste platzieren, aber ich habe keine dabei. Ich habe meine jetzt auch verbaut. Weil das eben... Also kommst du dann zum Spawn, weil da steht dann unser Haus wahrscheinlich. Ja, ich schmeiß mich denn für dich in die Lava. Geil. Mit Keep Inventory True fühle ich mich irgendwie so sicher. Sicher. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Zero, also wir müssen so Zero, Alter. Getting an Upgrade. Hast du dir ein Upgrade gegönnt, ja? Ja. Ich hab mir. Oh, das war knapp mit dem Crafting Tail. So, der kommt erstmal. Müssen wir eigentlich Half-Slips machen, weil. Ja, ich mach mir auch Half-Slips, weil das ist nicht so verschwenderisch. Und ich hasse diese Creeper! Der Creeper-Mann kommt doch gleich hier angeschissen. Da kommt er doch schon wieder. Ich lass mich töten, okay? Also. Warum auch nicht? Einfach mal so random. Ich hab Saplings. Hast du? Hast du? Ja. Hast du? Zwei, drei. Hast du? What? Alter, dieser Creeper-Spawner. WT. Da unten ab, Alter. Zuckerrohr. Nimm mit, Alter. Was ist da los? Was zur Hölle? Und Dirt. Dirt.
gehört. Das ist richtig viel Zucker, Alter. Ich baue uns erstmal. Aber ich glaube, Inventory True ist ein bisschen cheaterhaft, Johnny. Ja, fürs Erste. Weil. Ich überlege mir das gerade so, die Map ist schon ganz schön hart. Irgendwie. Ah, da hast du recht, aber trotzdem ist es auch. Oh, Creeper. Creeper! Leck mir die Eier, ich bin tot. Oh, doch nicht. Alter. Alter! Wie schnell schießt denn das Skelett bitte? Wie kommt der hier hoch, Alter? Wie kommt der hoch? Nein! Nein! Was ist das da hinten? Heute nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas Besonderes. Hier halt. Ich sterbe mir hier geht einfach hier? Einen voran, Alter. Dungeon Ore Flare. Was zur Hölle? Was? Ich habe Redstone gefunden. Kann man das mit einer Steinspitzhacke abbauen? Ich glaube nicht. Nein! Nein! Ich baue jetzt hier erstmal eine sichere Base, Alter. Ohne Witz. Bin tot. Kommst du zum Spawn? Ja, wenn ich gleich tot bin, sowieso. Aber dann will ich hier noch mal. Kannst du Eisen oder so schon gefunden? Bei der Base helfen. Jetzt habe ich Redstone. Und so viele Erfahrungspunkte, das glaubst du gar nicht, Alter. Okay. Ja, bin tot. Alter. Die hier einfach mal ab. Wo ist denn dein Haus? Wo ist dein Haus? Naja, es ist momentan erstmal immer nur eine Plattform, aber es wird noch ein Haus auf jeden Fall. Ach so, hier waren die ganzen Hosen drin. Okay. Sind da noch welche drin? Oh ja. Tja, Hosen, Alter. Verpiss dich, Creeper. Hosen sind Hosen. Wo bin ich denn? Da. Wir müssen uns hier was einfallen lassen, ne? Nicht mit Treppe, sondern mit Leiter und so. Ich baue hier ab und zu mal Sapling mit Dingens hin, ne? Na, hast du denn Erde? Ich hab Erde. Du hast Erde. So. Aber pass auf, dass die Creeper hier nicht explodieren, ne? Ja, ich baue jetzt hier in einer Zweierhöhe meine Base, weil. Ne? Ist sinnvoll. Weil du's kannst? Ist sinnvoll. Hinter dir, Creeper! Nein! Pass doch auf! Vieh, Alter. Du hast gerade einen Zapfen. Ja, der ist auch ein Spawner. Vorsicht! So, jetzt ist er tot. Ich würde mal behaupten, dass wir die Saplings bei uns besser aufs Dach bauen, dann, wenn wir ein Dach haben. Ja, das können wir nachher machen, aber jetzt will ich erstmal das. Das wäre, glaube ich, nicht so unschlau. Oh, deine Plattform wurde leicht gefickt. Ja, wir müssen die auch höher bauen. Viel höher. Also Zweierhöhe ist Minimum. Weil dann, also ich glaube, durch eine Zweierhöhe können Creeper nicht mehr durchsehen oder sowas. In der Art. Du hast meins. Und hier will ich eine Mauer haben, damit die Creeper hier nicht mehr hochkommen. Also wir wollen hier Hochsicherheitstrakt, ne? Sicherheitsstufe blau. Aha. Verstehst du schon? Ja. So. Ich baue jetzt hier unten einfach mal alles ab. Kannst du den einen Sapling hier noch hinsetzen? Wir haben nicht die Absicht, eine Mauer zu errichten. Was? Ein Sapling, den du im Inventar hast, noch so auf dem Dirtblock. Ja. Ich habe nämlich etwas Zauberei. Okay. Zauberei. Ey, das ist ja schon gewachsen. Ich weiß, ich habe auch Bäume. Wow. Birkenholz. Zauberei. Birkenholz. Birke und Holz. Ich würde übrigens vielleicht nochmal das Texture Pack wechseln zu Minecraft, weil. Nein, Osocraft ist besser. Ich schon längst nicht mehr benutzt und ich finde es geil einfach für dieses. Osocraft. Alter, der Creeper kommt hier nicht hoch. Der ist zu blöd, der ist zu blöd, der ist zu blöd. Osocraft. Oh, er ist doch nicht zu blöd. Bottle. Lol. Achtest du hier auf die Saplings? Ich achte auf unsere Plattform. Ich mache mir jetzt erstmal zwei Steinschwerter und dann geht die Luzi hier ab. Boah. Möchtest du auch eins? Haben wir denn genug Holz? Ja, ich habe da gerade zwei Dinge. Ja, bitte. Ich möchte eins. Mach mir mal eben zwei und dir nehmen Sie dieses mal. Holz an? Ja, dir kann ich auch zwei machen. Okay. Ich
baue hier einfach gerade mal weiter an unserer Plattform. Ja, ja, und Dankeschön. Ja. Ich danke Ihnen, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das restliche Holz packe ich hier in die Kiste. Was packe ich denn raus? Hast du besondere Wünsche für das Haus? Willst du ein eigenes Zimmer? Nee, also ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich nur ein Zimmer, finde ich. Ja, ich weiß nicht. Hast du noch zwei Steine? Oh, hier oben liegt ein Sapling. Ich habe jetzt keinen Stein mehr. Hier hinter dir, ist auch noch Sapling. Da, da, oben drauf. Warum ist das so Sand geworden hier? Oder war das schon Sand? Weiß ich nicht. Ich glaube, es war kein Sand. Dann mache ich mir auch noch mal eine zweite Spitzhacke. Den behalte ich gerade mal, den Sapling. Weil, brauchen wir jetzt auch nicht. So. Wir müssen hier ausbauen, ohne Witz. Machst du das? Dann gehe ich nicht nochmal in den Dungeon, wo ich eben war. Ja, okay. Oder ich suche mal einen anderen für Eisen oder so. Du kannst sowieso mal ein bisschen mehr Dungeon-mäßig unterwegs sein. Und ich baue hier mal ein bisschen. Warst du in Dungeon 1 schon? Ich war in Dungeon 1 noch nicht, aber es könnte gut sein, dass es eigentlich der einfachste ist. Dann gehe ich da gleich mal rein, weil... Oh, jetzt wird diese Musik so laut. Die Musik? Ja. Könntest du mir denn noch ein paar... Ah, hier unten ist noch ein bisschen Stein. Damit ich mich gleich wieder hochbauen kann. Ja, ich baue hier gerade Stein ab. Nee, ich baue mir gerade selber Stein ab, damit ich mich gleich wieder hochbauen kann. Das ist gut. Ja, wie gesagt, ich will hier jetzt erstmal eine sichere Base hinkriegen. Und so, ich bin jetzt mal in Dungeon 01. Okay. Wenn das der ist. Ja, dann farm da mal ein bisschen, was du so siehst. Hier liegt eine Redstone, warum auch immer. Diesen Spinnweben. Bin ich richtig? Ja. Da stand irgendwas mit Spider, soweit ich weiß. Oh, geil. Hier sind so Steinsachen, was zu essen. Nice. Was essen spare ich auch. Also, jetzt sind wir schon sicherer. Ja, hier unten sind auch gerade keine Spinnen irgendwie. Geh weiter. Tatsächlich, da geht's weiter. Bauen wir einen Keller? Ja, ne? Wir können... Ja, ist sicherer, oder? Also, wenn wir hier unten einen Keller drunter bauen, ist es definitiv sicherer. Wenn wir das natürlich alles richtig machen. Hier können sich jetzt allerdings Creeper drumherum schleichen, das ist nicht unbedingt so sicher. Ach, egal. Die Sneaky Bastards. Ey, das Essen, was ich gleich in die Kiste tue, noch nicht essen, ne? Weil wir haben ja sowieso Keep Inventory Crew. Okay. Dann ist es ja eigentlich unnötig im Moment. Unnötig. Also sparen wir uns das Ganze. Ach, hier unten ist Erde. Gleich mal abbauen. Oh, wie viel? Ach, so. Das könnte eine Falle sein. Wie viel ist das? Dann nehme ich mir gerade mal die Steinschaufel, die ich gefunden habe. Ja, nimm alles Erde mit, was du findest. Ohne Alter, Witz. Das ist richtig viel. Ohne Witz. Wenn das jetzt eine Falle ist, dann heul ich. Das wäre irgendwie lustig. Aber eigentlich ist es klar, wir müssen. Das ist gerade richtig. Wir müssen einfach nur die Dungeons anhand der Reihenfolge machen. Das ist eigentlich easy. Also vom Prinzip her. Im Endeffekt wird es sau schwierig, aber. Oh, hier ist eine Höhle. Ich glaube, ich habe was Spezielles gefunden. Was Kohle? Was Spezielles? Digga! Digga! So viel Kohle hast du noch nie gesehen. Warum nicht? Dieses Setting Sprite. Alter! 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 Hast du die Difficulty geändert? Ich hab... So, wir können mal Difficulty 1 machen. Wir sollten auch auf Easy spielen. Stand doch da. Hier ist Kohle. Hier ist so viel verfickte Kohle. Wir hatten noch auf Hard gestellt, weißt du das? Echt? Wir hatten noch auf Hard gestellt. Warum hatten wir auf Hard gestellt? Ja, von der anderen Map. Von den Bauernkämpfen noch. Da brauchen wir uns ja nicht zu wundern. Alter. Ups. Bau erstmal nur ein Stack Kohle ab, ne? Dann haben wir hier noch was in Reserve. Du kannst ja alles mitbringen, also ist egal. Nee. Ich möchte lieber Eisen und so finden, damit wir auch schneller an... Ich würde mal sagen, hier können wir eine Tür lassen. So, dann machen wir hier eine richtige Festung draus und unten durch den Keller machen wir den Ausgang. Ich kann gleich eine Doppelkiste machen. Ich habe noch eine Kiste hingefunden. Ja, geil, Alter. Was ist bei dir los? Du bist so produktiv. Mr. Obsidian. Ja, aber ich hoffe, du machst deine Sache auch gut mit dem Ding. Ich bin eigentlich recht gut dabei gerade. Eigentlich recht gut dabei. Wird halt ein Cobblestone-Haus, aber naja. Muss nicht. Ja, das reicht doch. Mein Gas, die wir vorhin gehört haben, können Cobblestone ja nicht kaputt machen, also.
Nö. Falls wir wirklich was. So. Ja, da muss ich gerade mal. Falls wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, so wie ich das früher mal gesagt habe. Ich habe 64er Stack Stein schon. Schon. Ich habe gleich Kohle 64. Okay. Ja, WTF? Also das war alles in dem Dungeon drin, oder wie? Das war alles in den Dungeon, Mann. Wow. Und da ist vielleicht noch mehr. Ich bin ja noch nicht fertig mit den Dungeon. Das wäre extrem geil, Lon. Und 64. Und hier ist noch mehr Kohle. Ich kleide jetzt erstmal alles mit Cobblestone hier aus. Also bisher habe ich noch keinen Creeper weiter oben gesehen. Hast du den Creeper-Spawner abgebaut oder wo? Nee. Die spawnen nämlich nichts mehr. Ich weiß, bei mir spawnen auch keine Spinnen mehr oder so. Ich glaube, das stand wirklich auf hart und da sind einfach nur 500.000 Monster gespawnt. Können wir jetzt theoretisch Keep Inventory aus... Na, oder? Du kannst es eigentlich machen, ja. Ja, ich will jetzt erstmal die Erde abbauen. Vielleicht gibt es hier noch sowas Spezielles oder so. Obwohl oder natürlich hart dann wieder auch so einen gewissen Reiz hatte. Also ich fand es jetzt ja, auch nicht Nö, außer dass... Wir können ja auf normal anstatt easy. Und dann Keep Inventory an, oder? Hm, ich verstehe viel. 2 einfach. Cruelty 2. Siehst du das eigentlich, wenn das im Chat steht, oder? Yep. Das ist cool. Das ist ja cool. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Na, schade. Vielleicht habe ich ja gleich noch ein Special, weil hier schon wieder Erde. Oder ist jetzt wirklich eine Falle? Dann soll ja nicht zu geizig sein. Ja, man soll ja nicht zu geizig sein. Da drüben steht eine Kiste. Ich weiß nicht, ob wir die schon gelootet haben. Dort weiß ich noch nicht. Sie ist auf jeden Fall Obsidian, Hunter. Und jetzt ist die... So. Stein... Was ist das? Ah, ne, hier war nicht. Jetzt gehen wir weg zur Reserve. Ich hab übrigens zwei Stacks. Zwei Stacks, Dirt. Okay. Ja, dann können wir uns ja, wenn wir jetzt Seeds finden würden, ne? Dingen wir auf die Bäume. Geil. Ne, Seeds im Sinne von Weizen, Seeds. Ach so. Also noch haben wir keine Nahrungsquelle, so wie ich das sehe. Ja, das stimmt allerdings. So, jetzt baue ich mich erstmal zu dem Baum da hoch. Das muss auch weg hier. Alles so. Ich bringe mich gleich erstmal selbst um. Warum? Weil ich gleich, weil ich keinen Hunger mehr habe und kein. Keine Orientierung. Moment, konnte man nicht Kohleblöcke machen in der neuen Version? Ja, kann man. Was brauche ich denn dafür? Ich habe jetzt nämlich die Idee. Jedes Mal, wenn wir ein, Ich hätte meine Axt bauen sollen. Jedes Mal, wenn wir einen Dungeon finden, wo Rohstoffe sind, machen wir jeweils einen Block davon. Okay. Oben auf die Spitze, damit wir wissen, was das für ein Dungeon ist. Jetzt mache ich hier zum Beispiel Kohle. Einen Kohleblock da oben hin. Weißt du? Auf welche Spitze? Da. Ach, auf diese Spitze. Auch noch mal ein bisschen. Wie pflanzen wir das Zuckerrohr an? Ja, also unten war Wasser, aber wir hatten ja noch keinen Eimer, also. Ja, wenn man kann. Ich nicht. Wir haben wahrscheinlich auch schon wieder zu viel Zeit. Das kann gut sein. Wir haben 18 Minuten. 19 Minuten. Nein. Ja, es geht rum, ne? Ja, das ist. Weil es gerade so interessant ist. Jetzt sterbe ich. Also jetzt. So, wo man das Prinzip aber verstanden hat, macht's auch Spaß. Ja, natürlich. Also. Haben wir jetzt schon eine Doppelkiste da stehen? Nein. Aber es wäre mal denn nötig. Ja, mach ich auch. Ja, wollen wir denn eben Folgenpause machen? Wir machen jetzt eine Folgenpause und Hier ist Dirt jetzt drin, Steinschwerter, da. So. Was ist das? Das Glowstone habe ich auch mitgebracht. Alter, gleich mal zwei Saplings, ne? Mach mal hier, wir machen hier irgendwo so eine Baumfarm, würde ich mal so behaupten. Haben wir doch in der Nessie. Ja. Ich denke mal, nach hier hinten wird das gehen. Na gut, das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Au, 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 au.